Wenn wir danach noch mal fragen, wie groß eigentlich die ideologische Reichweite ist, also die Hooligans haben offensichtlich Sympathisanten unter den heimlichen Ausländerfeinden, den Braven, und die Salafisten haben offensichtlich auch Unterstützer unter den konservativen Muslimen. Korrekt. Das ist eine ideologische Bandbreite, die dann doch tiefer in die Gesellschaft geht, als wir uns gerne glauben machen wollen? Auf jeden Fall. Deswegen, es ging ja in Köln auch nicht um einen Prozess, um einen Protest gegen die IS. Terrormilizen, sondern es ging darum, den Hass auf alles Ausländische und auch auf diesen Staat auf die Straße zu bringen. Da steht ein Redner auf einer improvisierten Bühne und sagt, Leute, wir brauchen eine radikale Bewegung. Und jetzt zitiere ich im O-Ton, diejenigen, die Bild und Spiegel lesen, hatten 50 Jahre lang ihre Chance. Jetzt sind wir dran. Wir brauchen eine radikale Volksbewegung. Das ist das, was diese Leute wollen. Es geht nicht um den Protest gegen Terrormilizen in Syrien. Das heißt, auch aus dieser Szene und auch aus dieser neuen Kraft oder aus diesem rechten Zusammenschluss kann Terror erwachsen in Ihren Augen? Daraus ist ja schon Terror erwachsen. Das ist das Milieu, die Leute, die wir in Köln gesehen haben, ist genau das Milieu. Unter der Überschrift Hooligans gegen Salafisten, weil so gibt man sich ja ein neues Mäntelchen, eine Bürgerwehr zu sein. Die geben sich ständig neue Überschriften seit 30 Jahren. Das sind die Leute, aus denen auch der NSU-Terror erwachsen ist. Und das müssten die Sicherheitsbehörden in Deutschland eigentlich wissen. Okay, Herr Maas, jetzt erfahren wir nicht nur, dass offensichtlich der Staat nicht so richtig viel über diese rechte Szene weiß. Er weiß offensichtlich auch nicht so richtig viel über die Dschihadisten in diesem Land. Mit ungefähr 480 ausreisewilligen Dschihadisten wird gerechnet. Andere Verfassungsschützer sagen, wir müssen diese Zahl unbedingt mal 4 nehmen, also von 1800 sprechen. Von wie vielen gehen Sie aus? Das kann ich Ihnen nicht sagen, denn im Moment haben wir das Problem, dass diese Zahlen wachsen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr vorsichtig, das zu quantifizieren. Denn die wenigsten von denen melden sich beim Verfassungsschutz oder wo auch immer. Wir stellen ganz einfach. Ja, wir stellen aber. Es gibt schon einen Unterschied. Also bei den Salafisten ist es so, dass mit dem, was sie tun, sie doch auch teilweise die Öffentlichkeit suchen. Und das macht sie eher erkennbar. Und deshalb haben wir uns ja auch darüber Gedanken gemacht, was tun wir da? Was tun wir mit denen? Auch mit den ausreisewilligen, gewaltbereiten Dschihadisten. Es gibt da welche, die sagen, na, lass sie doch ausreisen. Dann können sie irgendwo auf der Welt ihre Taten begehen. Leider denken sie da nicht so weit, dass sie irgendwann, Deutschland ist ihre Heimat, in ihre Heimat zurückkommen, dann weiter radikalisiert sind und dann erst recht in der Lage sind, hier Gewalttaten zu begehen, möglicherweise auch Anschläge. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass sie nicht mehr ausreisen können, damit sie eben nicht weiter radikalisiert werden. Sie sollen ihren Personalausweis abgeben müssen. Wir wollen es strafbar machen, dass mittlerweile das Verlassen Deutschlands, um an einem Terrorcamp teilzunehmen, in der Absicht, irgendwo einen Anschlag zu begehen oder an Kämpfen teilnehmen. Also insofern, das finde ich, ist eine sehr verantwortungsvolle Herangehensweise, zu sagen, lass sie doch weggehen, dann sind sie hier weg. Das Problem das macht zu exportieren. Der bayerische Innenminister? Ja, dann ist es, dann macht es nicht besser, wenn es der bayerische Innenminister ist. Ich will es einfach nur sagen, es ist leider auch politische Praxis in Deutschland. Die Zahl von 500 halte ich für korrekt, also auch im internationalen Vergleich. Zu Herrn Herrmann muss ich sagen, ich finde das als Experte finde ich es absolut unverantwortlich. Denn wir wissen, dass Leute, die ins Ausland gehen, dort kämpfen, sich dort brutalisieren, dort Fähigkeiten sich aneignen, dort an Netzwerken teilnehmen und zurückkommen als bessere Terroristen. Das hat Studie nach Studie bewiesen. Und zu sagen, wir lassen diese Leute ziehen und hoffen, dass sie dann irgendwann nicht wiederkommen, ist meiner Meinung nach absolut unverantwortlich und durch keinerlei empirische Beweise gedeckt. Gut. Also das wäre eine sehr schlechte Frage. Man muss dazu sagen, dass mittlerweile auch Kritik von außen kommt, weil selbst die Vereinten Nationen fordern, dass es eine Übereinkunft aller Staaten geben soll. Eben ich habe als Berater an der Resolution mitgewirkt. Ja, und das ist absolut wichtig, dass alle Staaten Verantwortung für ihre eigenen Leute übernehmen. Es ist ja nicht so, wenn Herr Herrmann sagt, okay, wir lassen die jetzt ziehen und dann machen die irgendwelche Anschläge in Frankreich oder Großbritannien, dass das besonders toll ist. Wenn oder jetzt plötzlich deutsche wäre. Staatsbürger in Frankreich oder Großbritannien irgendwelche Anschläge Ich habe mal eine Frage an Sie, Frau Illner. Einfach so? Und zwar, wir haben jetzt festgestellt, alle haben wir irgendwie unseren Part. Wir hätten
früher vielleicht drüber nachdenken müssen, was unser Anteil war. Sie hätten vielleicht vorher wissen können, wo sich die Nazis treffen. Meine Frage mit dem Bahnhof ist immer noch nicht beantwortet. Selbst wenn Aber Sie wissen, lassen Sie mich wo das noch zu Ende sagen. Treffen, ja, können Sie das mindestens nicht umleiten so und versuchen, normale Bürger irgendwie zu schützen. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Frage an Sie. Glauben Sie nicht, dass auch die Medien eine Verantwortung haben, dieses verhältnismäßig kleine Grüppchen an Leuten nicht so zu überhöhen, dass in einem großen Teil der Bevölkerung das Gefühl entsteht, wir stünden kurz vor der Invasion einer salafistischen Truppe, Armada. Ich erinnere mich an Herrn Jauch, Ihren ehrenwerten Kollegen. Da hat so ein bärtiger Typ eine halbe Stunde lang Dünnschiss gelabert. Warum kriegt er so ein Programm? Und dass dann die Leute... Auch Ihre Kollegin Frau Maischberger, sicher auch schon bei Ihnen, ich riech's noch hier. Aber dass solche Leute dann so ein Podium bekommen, führt dazu, dass eben tatsächlich auch der Mainstream irgendwann sagt, es reicht. Und da haben wir wieder auch eine Mitverantwortung, Sie übrigens eine große, zu sagen, nee, wir geben dem kein Podium, weil das bringt nichts. Also ich kann jetzt weder die Gäste meiner Kollegen erklären. Das ist auch eine gesellschaftliche Realität, über die Medien sprechen müssen. Ich kann weder die Gäste meiner Kollegen erklären. Anfangen, darüber nachzudenken. Und Herrn Jauch können wir jetzt auch nicht interviewen. Man kann für alles die Augen zumachen. Das die Frage ist, können wir ein solches Problem... Ich finde es auch unangenehm. Aber es kann doch nicht dazu führen, dass die Probleme, die wir in diesem Land haben, in den Medien nicht mehr wiedergespiegelt werden. Das ist doch die Voraussetzung dafür, dass wir anfangen müssen, darüber nachzudenken. Sie haben doch eben selbst gesagt, man muss unterscheiden zwischen dem großen Anteil der Muslime, die hier friedlich leben, und einer kleinen Gruppe von Salafisten. Ich sehe ganz selten friedliche Muslime im Fernsehen. Ich sehe immer bärtige Typen. Überhaupt. Also ganz selten. Da kann ich jetzt nur sagen, das ist nicht fair. Aber ich muss jetzt die Medien auch gar nicht so richtig verteidigen. Offensichtlich haben die Menschen das Gefühl und nicht nur die Medien das Gefühl, dass man dieses Problem nicht abschieben kann. Wir können ja nicht so tun. Und deswegen muss er Sonntagabend bei Jauch eine halbe Stunde Sendezeit bekommen. Rufen Sie ihn doch einfach an und fragen Sie ihn. Können wir jetzt schlecht von hier machen? Es ist auf jeden Fall wichtig, für meine Begriffe genauso wichtig, darüber zu reden und mit Muslimen darüber zu reden, mit irgendwie friedlichen Muslimen darüber zu reden, weil offensichtlich eben auch manchem deutschen Bürger noch beizubringen ist, dass auch ein Deutscher Muslim sein kann. In angemessenen Proportionen, wenn die Mehrheit der hier lebenden Muslime friedlich ist und nicht radikal, dann erwarte ich, dass das auch so repräsentiert wird. Sie entscheiden hier, wer ins Fernsehen darf, wer in die Medien kommt. Ich sage, das steht Ihnen überhaupt nicht so. Wie viele Polizisten die Meinungsfreiheit schützt nicht nur Ihre Meinung, sondern die Meinungsfreiheit schützt auch grausame, schwachsinnige, blödsinnige Meinungen. Das ist nun einmal so. Das spielt halt dann in den Medien auch eine Rolle. Und es wird nichts besser, wenn wir so tun, als wenn es das alles nicht gäbe. Ich habe lediglich hinterfragt, wo die Verantwortung der Medien ist. Und ich habe nicht gesagt, dass jemand nicht bei Günther Jauch sitzen darf. Und es ist eine gute Frage, und damit befassen sich die Medien auch regelmäßig. Und vielleicht kommen wir jetzt einfach noch mal zu den Fakten zurück und fragen uns, wie viel wir eigentlich wirklich über das wissen, was Herr Sumuncu nicht so ausführlich diskutiert sehen will, aber wo der Verfassungsschutz wenigstens geneigt ist, Woche für Woche eigentlich die Zahlen zu erhöhen. Die Salafisten in Deutschland. Es sind gezielte Provokationen, mit denen Salafisten in Deutschland auf sich aufmerksam machen. Im September geht in Wuppertal die sogenannte Scharia-Polizei auf die Straße. In Spielhallen und Bars sprechen Salafisten gezielt junge Leute an, ermahnen sie, nach den Regeln des Islam zu leben. Die Videos ihres Einsatzes stellen sie anschließend ins Internet. Die erste große Aktion der Salafisten begann im April 2012. In ganz Deutschland verteilen sie kostenlos den Koran. Die Idee dazu hatte der islamistische Prediger Abu Nagi, ein Mann, der den Dschihad verherrlicht und absoluten Gehorsam verlangt. Steht gerade für diese Religion, opfert alles für diese Religion. Und wenn ihr aufrichtig seid, Allah wird euch beschützen. Salafisten. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nennt sie die am stärksten wachsende extremistische Bewegung Deutschlands. Und er kommt beim Zählen kaum noch nach. Zunächst wenige Tausend, waren es Anfang Oktober bereits 6.200 und heute weit mehr als 6.300. Bis Jahresende sollen es bereits 7.000 sein.
Herr Wendt, werden es wirklich so schnell mehr oder hat man einfach zu spät mit dem Zählen angefangen? Nein, man hat begrenzte Möglichkeiten nur zu zählen. Und ich kann das immer nur wiederholen, die Leistungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden hängt von ihrer Ausstattung ab. Und man kann jetzt natürlich sagen, jetzt soll der Verfassungsschutz, habe ich auch gehört, die Idee, auch noch die Hooligans beobachten. Super Nummer. Ich kann nur sagen, teilen wir das immer auf. Die Situation wird langsam unübersichtlich. Also Linksextremisten, Rechtsextremisten, Fußballrocker, Salafisten, das gehörte immer schon zum Wochenendprogramm der vergangenen Jahre. Jetzt kommen noch die Hooligans dazu und dann kommen noch die Syrienheimkehrer dazu. Es reicht für die Sicherheitsbehörden. Das kann man mit diesem Personalbestand auf jeden Fall nicht leisten. Das heißt, immer mehr Aufgaben bei abnehmendem Personalbestand führt zu schlechteren Ergebnissen. So einfach ist das. Wenn man nicht bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen für wirklich gute Technik, für Auswerte- und Analysetechnik und für qualifiziertes Personal, dann wird man nicht zu guten Ergebnissen kommen. So einfach ist das. Was nichts kostet, sagen wir im Ruhrgebiet, ist auch nichts. Okay, Frau Dardelen, hat man die Dynamik mit dem sogenannten arabischen Frühling, dem Krieg in Syrien und im Irak unterschätzt und das Überschwappen dieses Konfliktes nach Deutschland unterschätzt? Haben alle überschätzt. Nein, frage ich auch gleich Herrn Neumann, Ich finde, das ist weniger eine Unterschätzung gewesen, sondern man hat es gewähren lassen, bewusst gewähren lassen. Also nicht nur versagt, sondern bewusst gewähren lassen, radikal-islamistische Kräfte gewähren lassen, sowohl im Inland in Deutschland als auch im Ausland. Und ich möchte das an zwei Beispielen ausführen. Das eine ist, man hat nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, im Syrien-Konflikt angewandt. Nämlich, dass man radikal-islamistische Kräfte gegen das Assad-Regime unterstützt hat, weil man unbedingt einen völkerrechtswidrigen Regime-Change in Syrien auf den Weg bringen wollte. Das zweite ist, dass man in Deutschland, ja natürlich hat man das gemacht, der IS ist aus der FSAL mit herausgebildet worden. Es war mit drin, die Al-Nusra und andere radikal-islamistische Kräfte waren mit drin in dieser Koalition. Man hat es noch vor ungefähr anderthalb Jahren mit begrüßt aus dem Westen, dass man diese ganzen Kräfte mit einbinden konnte in diese Opposition gegen Assad und hat da eben auch billigend in Kauf genommen, dass diese Kräfte oder diese Frankenstein-Monster, die man mit unterstützt hat, irgendwann sich gegen uns wenden. Das hat mir bei einer kürzlichen Reise mit Außenminister Steinmeier der libanesische Außenminister selber gesagt. Er hat gesagt, mit dieser Regime-Change-Politik des Westens züchtet man mit den salafistischen Terrorismus, der sich dann auch gegen den Westen wenden wird und zurückkehren wird. Wir sind und das Zweite ist, einen anderen Punkt möchte ich noch ganz kurz hier erwähnen. Ich meine, in Deutschland, gerade im Rheinland, heißt es, dass der Salafismus dort sein Zentrum hat. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland mit das unterstützt, meines Erachtens, was man nicht machen sollte, mit solchen Schulen, gemeinnützigen Schulen wie der König Fahd Akademie, die von Saudi-Arabien finanziert und unterstützt wird. Eine Schule, die gemeinnützig ist. Allein schon der Name ist Programm König Fahd. Das war 20 Jahre lang ein saudischer Diktator, der für den Export von salafistischem Terrorismus verantwortlich war in Saudi-Arabien. Und man weiß von dieser Schule, dass dort Antisemitismus gelehrt wird in den Schulen und so weiter. Und ich finde, diese Schule mit seinem Ableger in Berlin hat nichts in Deutschland zu suchen. So eine Schule gehört nicht in Deutschland. Und so eine Schule, aus der nehme ich auch Rekrutierungen und eben auch also Rekrutierungen für diese politische, salafistische Szene stattfindet, die ist nachgewiesen. Und so ist es zu einem Zentrum auch geworden, Bonn und Rheinland. Und so etwas darf es in Deutschland meines Erachtens nicht geben. Und auch